Hallo, hier ist Fasnerie aktiv und wir wollten euch heute mal zeigen, wer in der Fasnerie schon gelebt hat. Und zwar ist es der Gerhard Stehr in der Reigersbachstraße. Wir haben heute ein paar alte Freunde von Gerhard mit dabei. Wie man sieht, kommen alle von den Hot Dogs. Richtig. Erzähl, wer sind die Hot Dogs? Die Hot Dogs ist der alte Münchner Dixl & Pen. Eigentlich die berühmteste. Die berühmteste, ja. Okay. Ja. Und zwar nicht bloß München, sondern ganz Deutschland. Also weltweit ist ein bisschen übertrieben, aber Deutschland haben wir schon niedergemacht. Aber so aber einen bayerischen Kultstatus ja. haben wir oh. schon erblasen. Ja. Was ist das bekannteste? Sie sind zu jung, jetzt sind, zu jung sie, ja. werden, sie werden es nicht mehr so kennen, aber vielleicht die alten Rittersleute, die werden ja. schon kennen. Ja, also das hat die Hot Dogs gemacht. Das hat die Hot Dogs gemacht? Oder Ela Bauer oder einen toten Fisch oder ja, wir sind mit dem Radl da. Wir haben halt Marschmusik und bayerische Musik haben wir auf Dixieland umfunktioniert. So richtig Bayern-Pop, Dixieland-Pop. War so, gell? Schön. Ja, Haufen Zeit, ja. Und habt ihr alle so rosa Krawatten? Ja, damit das Leute sehen. Ah, okay. Das war praktisch. Ja, das war für bayerisch war das, weil damals hat es nicht gegeben. Damals hat es nicht gegeben, das war eine Sensation. Und dann haben wir uns ab und zu die Leute unten die Geburtstag müssen wir halbwegs, weil die haben wir nicht mehr die kennen. Mit den Krawatten haben sie dann immer gefragt. Wunderbar, wir freuen uns heute auf eine tolle Vernissage und einen schönen Abend. Ja, das machen wir schon. Helga, du bist die Frau von Gerhard. Welches Bild ist dein Lieblingsbild? Sein Lieblingsbild dürfte schon dieses Ei sein und unten der Flansch. Er war ja eigentlich Maschinenbauingenieur und ich weiß zwar nicht genau, was ein Flansch ist, ja. aber er hat zu mir gesagt, da unten, das ist ein Flansch. Ja. Und wie kam er zum Malen? Zum Malen kam er hat den Therapeut gesehen von René Magritte. René Magritte hat er übrigens auch mal besucht in Brüssel. Und da war er von der modernen Malerei so fasziniert, dass er dann selber zum Malen anfing. Sehr schön. Wäre schön, wenn ihr auch in die Vernissage kommt, die ist im Hasenbergl. Die ist noch bis zum 30.06. jeden Tag geöffnet. Würden uns sehr freuen.